Nach einer Strafe von 500 Euro wegen Furzens vor der Polizei gibt es nun die nächste Strafverfügung, die für ordentlich Zündstoff vor allem in den sozialen Medien sorgt. Tatort: Mariahilfer Straße 215 im 15. Wiener Gemeindebezirk. Tatzeitpunkt: der Vormittag des 20. Mai. Einem Mann wird hier vorgeworfen, mehrfach und laut Personen, amtshandelnde Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes geduzt zu haben. Das lässt sich die Polizei so nicht gefallen und prompt gibt es eine Anzeige mit einer Strafe von 150 Euro. Wie gesagt, das sorgt natürlich auch in den sozialen Medien für ordentlich Zündstoff, denn der Paragraph 1 Absatz 1 der Wiener Landessicherheitsgesetzes, dabei handelt es sich um den Bereich Anstandsverletzung und Lärmerregung. Ob das Duzen da tatsächlich so laut war oder ob man auch hier von einer Anstandsverletzung sprechen kann, da scheiden sich auf jeden Fall die Geister. Wir bleiben dran und ich kann Ihnen nur raten, wenn, dann duzen Sie den Polizisten lieber, anstatt vor ihm zu furzen.